Hallo, meine guten Freunde, und herzlich willkommen zu unserem nächsten Projekt. Und diesmal wird es halbwegs actionreicher zugehen. Und wie ihr seht, das ist ein Spiel von LucasArts. Ein Studio, was ich sehr schade finde, dass es geschlossen wurde. Und wir sind in der Boreo Raumstationsbeobachtungsgedingens. Und LucasArts ist unter anderem ja auch für die Star Wars Reihe bekannt und auch für diverse gute Point-and-Clicks. Und eins dieser sehr guten Point-and-Clicks meiner Meinung nach werden wir Let's Playen. Warum ich das Let's Play hat, einfach einen einfachen Hintergrund. Ich verbinde mit diesem Let's Play einen Teil meiner Kindheit. Ich bin ja mit den LucasArts Point-and-Clicks aufgewachsen, sprich zum Beispiel Erben der Erde oder Sam & Max, was auch ziemlich geil ist. Und natürlich auch das. Und es ist ein Let's Play, worauf ich mich sehr freue. Es ist auch ein ziemlich underrated Game. Und wie ihr seht, ich spiele die englische Variante, weil es gibt noch eine deutsche Variante, aber da finde ich, ist die Synchro total meh. Und das ist unser neuestes Let's Play, The Dig, die Ausgrabung. Ein Spiel, worauf ich mich schon sehr freue. Und wir haben einen Countdown. Wie ich die Englisch-Ausgabe handeln werde, bleibt euch überlassen. Besser gesagt, bleibt nicht euch überlassen. Ich werde jetzt nicht Wort für Wort einzeln übersetzen, wie jetzt bei Shadow Hearts, aber ich werde euch nach jedem Dialog ungefähr ein kleines, sagen wir, eine kleine Zusammenfassung geben, was die gesagt haben. Und die Rakete steht. Ja, die Rakete steht. Die Rakete fliegt los und ich halte jetzt mal kurz die Klappe, weil das ist relativ wichtig, was kommt, Storyline-technisch. Ludger Brink is a noted geologist. We'll evaluate our data on placement of the nuclear devices. We have to be accurate. The idea isn't to blow Attila to bits. If we did, some of the pieces would certainly hit Earth with devastating effect. And now I hardly have to introduce Maggie Robbins to you. She's probably the most well-known journalist in the world. Maggie, you're famous for having once said that you never put up with censorship in any form. Now you're under NASA command. Miss Robbins is a reporter by vocation, but on this mission she's... I think I can answer the question myself, Commander Lowe. Danny, I trained for this mission, and I have work to do in laying the nuclear charges. When I come home, I'll be a reporter and tell you all about it. But during the mission, I'm part of the team, and I will obey Commander Lowe like any good soldier. That may be the biggest news story of all. Maggie Robbins obeys orders. In going over your bios, I find that Professor Brink is also a noted archaeologist. While it's well known that Maggie is a prodigy at learning new languages, is this just coincidence? Not at all. We wanted the best and the brightest for this mission. Dr. Brink and Ms. Robbins are not narrow specialists. They are resourceful, widely educated, and creative thinkers. Does that apply to you too, Commander Lowe? My job is to keep everybody alive. I don't have to be brilliant, I just have to be careful. The other two crew members will remain with the shuttle. Ken Borden is the most experienced shuttle pilot we have. Cora Miles is our payload specialist. As you all know, she's a candidate for Congress, but we figured saving the planet is more important than campaigning. It's cheaper, too. Any parting message for the people of Earth? We have exactly one chance. And we've got to do it right. Let all your prayers be with us.
Ja, und damit geht unser Abenteuer jetzt dann los. Und wie ihr seht, es wurde auf dem Konzept von Steven Spielberg basiert. Steven Spielberg, würdet ihr euch fragen? Ja, der Steven Spielberg. Aber jetzt kommt noch einmal eine kleine Cutscene. Hello here. Come on out, kids. The water's fine. Robin's here. Going independent. Und da kommen sie schon, unsere drei Charaktere. I'll be careful, Commander. Brink here, going independent. Und da kommt auch schon unsere Number 3, Mr. Ludger Brink. Howdy, Brink. Welcome to the place where geology and astronomy meet. A professor once told me, astronomers are geologists with clean hands and a squint. You going to quote him on that in some magazine, Robbins? I'm just part of the landing team right now, Commander Lowe. Ja, und damit beginnt unser Abenteuer. Was haben wir genau zu tun? Ja, wir können, wie Point and Click üblich, mit Charakteren reden. Wir können sie über bestimmte Ereignisse fragen. Aber ich denke mal, ich werde in den ersten Folgen hauptsächlich damit beschäftigt sein, euch die einzelnen Charaktere vorzustellen. It's the Pig. Ja, und das ist der Pig. Payload Specialist Miles needs to use the remote arm to release it. Und Cora Miles, eine der Shuttle-Piloten, muss uns die Ladung da aushändigen. Ja, bevor es losgeht, werde ich ein bisschen was zu den Charakteren noch sagen und Storyline-technisch. Wie ihr seht, wir sind mit Ludger Brink und Maggie Robbins unterwegs. Und wir haben das nicht einfache Ziel, einen riesigen Asteroiden, der passenderweise mit dem Namen Attila ausgestattet ist, von der Erdumlaufbahn abzulenken, um einen Meteoriteneinschlag zu verhindern und damit vielleicht das Ende der Welt. Und dafür wurden Commander Lowe, ein Militäragent, losgeschickt, Maggie Robbins, eine erfahrene Journalistin, die sich keiner Zensur beugt, und Luca Brink, ein erfahrener Geologe. Und dazu halt noch Ken Borden und Cora Miles, die hier in dem Shuttle da sind. Aber wie nehmen wir jetzt mit Cora Miles auf? Naja, also Kontakt mit Cora Miles. Wir haben, wie Point and Click technisch übrig, ein Inventar. Wir haben hier einmal ein PDA, das Penultimate. Dann haben wir einen Schaff, einen Schlüssel zum Scharfstellen und eine Taschenlampe. Und deswegen werde ich jetzt mal das Penultimate mal nutzen. Wir können sogar Asteroid Lander spielen, was so ähnlich ist wie, naja, man kennt ja dieses Minispiel. Vielleicht zeige ich es euch ja mal, wenn mir langweilig ist und naja. Aber in erster Linie kommunizieren wir erst einmal mit Miles. Miles, this is Lowe, do you read? Yeah, Boston, I'm on. You wish. In your dreams. Und wie ihr seht, Boston Lowe ist nicht so verkrampft und so, wenn es um Humor geht. Naja, okay. Ich würde sagen, Miles darf jetzt mal die Fracht rauslassen. Weil in der Box sind die Sachen drin, die wir brauchen, um Attila von der Umlaufbahn abzulenken. Interessant zu dem Spiel ist auch zu sagen, es wurde damals geplant, dass das Spiel verfilmt werden sollte. Es sollte daraus eigentlich kein Spiel werden, sondern der nächste Film von Steven Spielberg. Aber da es allein von den Special Effects und von den Animationen und alles zu viel Geld damals gekostet hätte, haben sie es in ein Spiel gepackt. Ich meine, hey, das Spiel ist erschienen in den 90er Jahren, da waren solche Special Effects, die man heute in Fluch der Karibik und so sieht, eher schon da ein 100.000 Millionen Dollar Geschäft. Naja. Wir öffnen jetzt mal The Pig, also das Schwein. Ja, wir kommen bald zurück.
Ich glaube, Cora und Dings haben was am Laufen. Also Cora und Low, aber das wissen wir nicht. Was wir als erstes tun, wir fliegen zu dem Pig rüber, also zu dem Schwein, unserem Frachter. Denn dort sind die Sachen, die wir brauchen, um den Asteroiden in die Luft zu sprengen. Wir haben hier eine Schaufel, die wir mitnehmen. Wir haben einen Zero Gravity Digger, also ein Anti-Schwerkraftbohrer und zwei Explosiveinheiten. Hier sehen wir es auch nochmal. Alpha, Beta. Gut. So, jetzt muss ich... Genau. So, wir können auch mal mit den Charakteren mal reden. Werde ich auch ab und zu machen, weil die haben einige lustige Sachen zusammen. Hier haben wir einmal Nuklear. That's your story angle. Nukes to save the world instead of destroy it. That's way too long to be the headline. More likely it'll be nukes save world. Or maybe nukes blast Attila off course. I thought it would be space aliens plotting astronauts destroy Earth with giant rock. Apparently my career is amusing to you, Commander. Obviously, Maggie ist einfach mein Lieblingscharakter. Ich liebe ihren Humor einfach. Naja, wir haben... können Fragen stellen, wir können etwas... off-topic fragen, wir können über Brink fragen, wir können über das Schwein fragen, aber ich denke in erster Linie... schauen wir mal, wo wir die Sprengsätze... anbringen dürfen. Ich glaube, der eine war im vierten Quadranten. Oder auch nicht. Ihr müsst da nicht nach einem bestimmten Punkt... Ihr müsst nach zwei bestimmten Punkten suchen, die in einem der Quadranten sind. Da ist einer, genau. Und zwar haben wir einmal... da unseren Quadranten. Aber wie ihr seht, ist da dieser Brocken im Weg. Ein Glück haben wir eine Schaufel da. Bei. Um wir, damit wir den Brocken wegtreiben können. Cora, Kent, I'm jamming the shovel in under the boulder, then using maximum down thrust to pry it up. Does that sound workable? Well, I'm a little short on data about the tensile strength of shovel handles in 0G under maximum thrust conditions. In other words, who knows, it might work. Boss. Ja, beruhigend zu wissen, ob... So sieht's aus. Das heißt, unsere Raumanzüge wären Schrott, wenn Attila uns treffen würde, wenn die Sache mit der Schaufel schief gehen würde. Und damit fliegt der Brocken weg. Looks like it worked. Hooray! Now aren't you glad I made sure the tool chest had a shovel in it? My rule is, if you can pick it up, take it with you, because you never know when you might need it. Das ist auch nicht nur ihre Regel, das ist Regel Nummer 1 bei Point-and-Clicks. Wenn du etwas findest, was du mitnehmen kannst, nimm es mit, denn du weißt nie, wann du es als nächstes brauchen kannst. Careful, Ken. You don't want to find yourself getting quoted as a sexist pig in Maggie's article. I'm not here to spy on you. Lighten up, Robbins. They're just If they thought you were really a spy, they'd never talk freely on the open frequency. So sieht's aus. Ich denke, Maggie hat auch ihre eigene Art von Humor. Und ich glaube, ich muss hier Beta reinsetzen. Shuttle, this is low. Now placing the explosive on the face of the asteroid in quadrant 3. Acknowledged. Could you give me a hand with this, Brink? Of course, Commander. Gut. Damit hätten wir Asteroid Nummer 1 mit einer Sprengladung. Also, was heißt Asteroid Nummer 1? Wir haben
Explosivladung Nummer 1 angelegt. Und ich weiß nicht, kann ich den schon scharf schalten mit dem Schlüssel? Ja, kann ich. So, obviously. Und damit ist das Ding scharf geschalten. Das heißt, wenn wir dem Shuttle, also Korra und Ken, das okay geben, können wir den Asteroiden in die Luft jagen. Und hier haben wir die nächste Oberfläche, in die wir den Asteroiden reinsetzen. Die nächste, jetzt sage ich schon wieder Asteroiden, meine Güte. Die nächste Sprengladung reinsetzen, die setzen wir mal hier rein, würde ich mal sagen. Und wie ihr seht, dass der Grund, wo wir die Sprengladung reinsetzen sollen, so viel mit Geröll überschüttet ist. Das heißt, es ist, denke ich mal, ein guter Augenblick, den Antigravitationsbohrer auszuprobieren. Und hier haben wir ihn schon. Nice and smooth now. Okay. Das heißt, wir können jetzt als nächstes die nächste Explosiveinheit reinsetzen. Shuttle, this is low. We're placing the explosive in quadrant 2. Acknowledged. Acknowledged. We need another hand here, Brink. Und damit hätten wir auch die nächste Ladung verbaut, wenn Brink uns jetzt hilft. Was nicht schlecht ist. Exzellente Arbeit. Ken, the charge is set. Instruments confirmed. Hey, I'm just so proud of you. Ja, Ken, du bist stolz auf uns. Ich auf mich auch. So, als nächstes müssen wir auch diese Einheit scharf stellen. Jetzt hat es ein paar Landeleuchten, genau. Wer schreibt denn? Ah, ich liebe es einfach, wie sich die Charaktere da sich gegenseitig käppeln. Ah, ja. Okay. Damit hätten wir den Asteroiden scharf gestellt. Das heißt, wir kehren jetzt erst einmal zum Shuttle zurück und beenden damit auch gleich den ersten Part. In der nächsten Folge jagen wir Attila in die Luft und retten die Erde. Yay, das Let's Play geht ja schnell. Oder? Findet's heraus in der nächsten Folge von Let's Play The Dig. Ich bin Mahagon LP, bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!